Fritz hat Eheprobleme, denn sein bestes Stück ist einfach zu lang. So hört er von einem Gerücht, dass im See hinterm Dorf ein Zauberfrosch lebt. Wenn man ihn fragt, ob er einen heiraten will und er verneint, dann wird der Schniedel um 10 cm kürzer. Fritz kann sich das leisten, da sein bestes Stück fast 60 cm lang ist. Als er den Frosch gefunden hat, fragt er ihn: Lieber Frosch, willst du mich heiraten? Der Frosch angeekelt: Nein. Fritz ist der seine aber nun noch immer zu lange, also fragt er den Frosch noch einmal: Willst du mich heiraten? Der Frosch, schon sichtlich verärgert: Nein, hein. Der verzückte Fritz schaut nach und tatsächlich sind es nur noch knapp 25 cm. Begeistert ruft er seine Frau an und überbringt ihr die frohe Botschaft. Sie aber meint, dass ihr das immer noch zu viel sei. Also geht Fritz noch einmal zu dem Frosch und fragt erneut: Lieber, lieber Frosch, willst du mich heiraten? Der Frosch brüllt, allerdings mit einem sehr bösen Grinsen im Gesicht: Nein, nein und nochmals nein.